Soldat mit Axt. Oh. Weiß nicht, wenn ich den da nur seinen Badehose in der Öle sehe, wird mir irgendwie frisch um die Beine. Warum bist du? Ist nicht kalt. Du überhitzt dich nicht. Wieder nur so ein großer Eimer. Die Preis, was bist du? Eulenuhr. Ah. Keine Eulenuhr. Mirmetal. Ich beärgert mich gerade. Scheißruhe. Industriemotor. Jupp, die Suche der Finde. Dankeschön, Schatz. Wieder eine Datendisk, wie schön. Lalalala. Schnell alles andere mitnehmen. Man kriegt hier so viele Datendiskle.
Küchenglas. Nett. Aufnahme Planet Explorer. Aha. Was? Brauchen wir nur noch einen Videorekorder. Also den baue ich mir selber zu. Okay. Also zwei Eisenbahnen und Elektronen. Alles klar, alles klar. Okay. Ja, geh gleich leer. Und dann mal hier raus. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchstreift. Ich kann nicht flattern. Ich streife nur lang. Ja, das ist eine Option. Ja, okay. Doch, danke, da kann flattern. Fertig. Da ich das Ding nicht da rumstehen lasse. Sonst kommt Higgins. Legen wir uns jetzt erfolgreich ins Bett und schlafen. Den Schlaf der Gerechten. So, noch 8 Barren davon und von den Dingern bitte nochmal 10 Stück. Jetzt habe ich ja wieder welche. Kann ich mir tatsächlich die Erweiterung holen. Und dann habe ich ja Kuh. Nicht voll toll. Nehmen wir mal das nicht. Ja, ne, warte. Bei den anderen Scheiß hier lassen. Wer weiß, ob wir da dann gleich hoch und dann metzeln oder so. Da wäre es ja dann ganz gut, wenn wir nicht alles dabei haben. Mit der Axt. Oh, 21 Datendisk. Was ist gut da? Ich steig hier rein. Mal, zack, zack. Wied, wied. Vor allem, das ist ein Klasse A-Auftrag. Meine Werkstatt ist C. Hier geht's es auf A. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Müsste ich dann eigentlich auf B steigen? Hier ist auch noch eins. Nicht genug Material. Ich hab auch das Ding.
Das muss ich auch noch machen. Das habe ich aber nicht gesehen. Der Brunstahl ist auch kein Problem, aber Eisenholzdiele. Gedacht, dass ich nur den Motor mache, weißt du, und jemand anderes das, aber dass ich beides machen muss. Suchte Kacke. Nee. Okay, also muss ich die herstellen. Eisenholz kriege ich bestimmt aus den dicken Stämmen raus. Dafür muss ich meine Axt dann verbessern. Ja, aber nur ganz selten von den Normalbäumen. Ja, die anderen habe ich hier nicht. Okay, also. Muss ich die sparen? Einfache Schaltkreis. Gut, dass ich gerade welche mitgebracht habe. Ich hatte nämlich nur zwei. Dadurch, dass ich den Mixer gemacht habe. Carbonstahl. Dass ich immer hier wieder abbrechen muss. Ne? Holzkohle. Ich habe keine Holzkohle mehr. Hey. Ja, der kann nur maximal 10 machen. Du kannst 25. Burn, Baby, burn. Von dem einen zum anderen und kann das andere nicht machen. Und so kriege ich nie mein Käbchen. Das ist voll gemein. So, was haben wir jetzt hier an Post bekommen? Ah, das Kochset bekommen. Jetzt kann ich Törtchen dazu machen. Bestimmt jetzt hier diese leere Seite gewesen. Nee? Oder hier? Eisenpfanne. Okay, muss ich das so herstellen? Das ist kein Problem. Marmordiele auch. Okay. Aber dann habe ich wenigstens dann den Kochset. Aber erstmal muss ich das jetzt hier. Schleifsäge. Boah, Schleifsäge nicht hier. Schleifsäge auch nicht da. Dann muss das hier am Dings sein. Schleifsäge. Oh, shit. Braucht Blutstein dafür. Kriege ich denn? Kriege ich den Blutstein her? Habe ich ja auch nur durch dummen Zufall gekriegt. Einen kann ich wenigstens fertigen. Einsiedlerschnecken. Okay.
Erstmal zum Forschungszentrum und mich um die Pandamäuse nebenbei auch noch kümmern. Man hat ja echt nichts anderes zu tun hier. Kannst du uns jetzt mit den Pandamäusen helfen? What? Etwas, womit sich eine Pandamausplage aufhalten lässt? Ich weiß nicht. Frau Direktorin, kennen Sie etwas, das eine Pandamaus aufhalten könnte? Aber natürlich, Pandamäuse sind sehr lärmempfindlich. Wenn du eine Art Tonverstärker brauchst, solltest du die armen Dinger im Nu verscheuchen können. Ein Ghetto-Blaster also. Ach du Scheiße. Also mal sehen. Mir fallen zwei Entwürfe ein. Ein einfacher Entwurf, der Krach machen dürfte, aber auch leicht zu bauen wäre. Oder ein komplizierter Variante, die Musik abspielen könnte. Ich weiß nicht, wie die Pandamäuse reagieren werden. Die Entscheidung liegt bei dir. Ich will beide Baupläne. Du bist die Art Person, die immer alles will, was? Ich glaube, dafür brauchen wir 8 Datendisks. Oh. Wenn du schon weißt, was das ist, wozu brauchst du dann noch die Datendisks? Gut, nach Hause, Disks holen. Boah, ich könnte... Boah. Ja, brechen. Definitiv. Wenigstens nebenbei noch ein bisschen kurz trinken, ey. Petro! Super, es wird ein wenig dauern, alle Daten zu analysieren. Ich melde mich, wenn wir sie haben. Gut. Kann ich auch nochmal so forschen? Neues Ding? Oh, 5 Daten. Sollte genug Daten sind, unsere Forschung. Nein, wir kriegen sie nicht von mir. Ja, ja, danke, tschüss. Ja, ich komme immer etwas näher. Definitiv, mein Schatz. Kann ich wenigstens meine TÜV-TÜV benutzen? So, dann werden wir mal nebenbei die Hartholz, die, wie viel brauchte ich? 10 Stück. 10 Stück kann ich machen. Fertigen. Zack. Können schon mal durchrattern. Hier habe ich auch schon mal fertig gemacht. Mal so lange hier rein. Hier rein. Nein. 7 Dinger, ey. Carbonstab, wie viel brauchte ich? 6 Stück. Oh, 6 Stück kann ich jetzt herstellen. Ja. Bete. Nee, 10 Stück. Habe ich bei dem einen anderen Auftrag reingeguckt. 7, hier kommen dann auch noch welche raus. Ja, müsste dann aufzustocken sein. So, mit den... Ja. 4 Eisenholz. Meistens kriege ich das von denen. Ja, bei dem war das noch dabei. Kriege ich halt auch nicht immer. Ist das Problem der Probleme?
Ah, hier war eins dabei. Dass die hier schon am Schlafen sind. War keiner dabei. Das ist ein bisschen Wort hier. Hey, na gut. Auf 40 Eisenholz. Ach. Das wird noch eine Plackerei. 5. Oh Mann, was für eine Scheiße. Mädchen.